Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir werfen heute einen Blick auf einen Warframe, der für euch den Hut zieht. Limbo. Limbo ist ein Dimensions-Warframe, dessen Fähigkeiten dazu dienen, sich selbst, andere und ganze Bereiche in eine andere Dimension zu bringen. Er hält zwar nicht viel aus, dank dieser Fähigkeiten muss er das aber auch nicht. Limbos Blaupause bekommt ihr im Markt für 35.000 Credits. Seine Teile erhaltet ihr über die Quest das Limbo-Theorem. Beachtet, dass ihr für diese Quest einen Arcwing benötigt. Alternativ gibt es Limbo samt Slot und Reaktor auch für 200 Platin. Oder im Limbo-Bundle zusammen mit dem Aristeas-Helm, der Opticore, der Halika und Boostern für 550 Platin. Bevor ich Limbos Fähigkeiten im Genauen erkläre, möchte ich ein paar allgemeine Dinge sagen. Neben der normalen Dimension gibt es noch eine weitere, welche ich ab jetzt als Rift bezeichnen werde. Etwas im Rift kann weder etwas im normalen Raum beeinflussen, noch davon beeinflusst werden. Ausnahmen sind Umgebungsgefahren und Warframe-Fähigkeiten. Letzteres schließt auch Dinge wie Vols elektrischen Schild ein, was bedeutet, dass Projektile, die den Schild passieren, beide Dimensionen beeinflussen können. Schwere Objekte wie Energiezellen und Datenträger können nicht im Rift getragen werden. Ihr könnt außerdem keine Items einsammeln, aber andere Spieler wiederbeleben. Zudem regeneriert jeder Warframe im Rift Energie. Limbos erste Fähigkeit, Verbannen, schickt einen Feind oder Verbündeten in den Rift. Feinde erleiden außerdem Einschlagschaden und können umgeworfen werden. Verbündete können den Rift aus eigener Kraft vorzeitig verlassen, indem sie rollen. Seine zweite Fähigkeit, Riftlauf, lässt Limbo von einer Dimension in die andere wechseln. Gepaart mit Verbannen kann Limbo auf diese Weise Prioritätsziele aus dem Kampf entfernen und problemlos eliminieren. Seine dritte Fähigkeit, Riftwoge, erhöht Limbos Waffenschaden innerhalb des Rifts. Limbos vierte Fähigkeit, Kataklysmus, schickt einen ganzen Bereich in den Rift. Dies kann genutzt werden, um Stasekapseln zu schützen. Mit der Zeit wird die Kugel kleiner, bis sie explodiert und Schaden anrichtet. Mein Bild besteht aus Kontinuität, Stromlinie, Vitalität, engstirnig, Verstärken, Ausdehnung, Umlenkung und Fluss. Ich möchte aber anmerken, dass Fluss und/oder Stromlinie aufgrund der Energieregeneration im Rift vielleicht unnötig sind, weshalb ihr dort auch mit anderen Mods oder Limbos Augmenten experimentieren könnt. Limbo wird gelegentlich als Alternative zu Frost verwendet, und zu Mesa Aimbot Zeiten war er für solche Teams auch die bessere Wahl. Nach jetzigem Stand ist er kein Must-Have-Frame, aber definitiv gut zu haben.